Ist der Baum in der Kunst nur Symbol des Übermenschlichen, des Übernatürlichen? Oder ist der Baum nur eine Staffage in der Landschaftsmalerei? Die Antwort ist nein. Im Kapitel Axis Mundi, Achse der Welt, erfahren wir den Baum als den Träger vieler Inhalten, die sowohl sich des Symbolischen, des Übermenschlichen bedienen, als auch der formellen Inspiration. So erfahren wir in dem Werk von Giuseppe Penone und seiner Goldenen Lunge die starke Message, diese Botschaft, die wir als Menschheit für unsere Zukunft brauchen. Das Atmen, das uns die Bäume ermöglichen. Da trifft die Funktion, eine biologische Funktion, auf unsere Erwartung, uns zu retten. So wird der Baum zu einer Achse der Welt, zu Axis Mundi, die uns hält. Also zu wieder dem kosmischen Baum, von dem wir aus dem Paradies-Szene im ersten Kapitel vertrieben worden sind. Und deswegen haben wir hier auch Werke, die dieses Verbinden des Menschlichen, des Organischen mit dem Baum so betonen. Ob es jetzt das Gehirn ist, wo nicht nur metaphorisch eine Baumstruktur zu entdecken wäre, oder das Herz, das in dem Wald schlägt, zeigt es diesen Übergang vom Symbol des Lebens zum Statement des Überlebens.